Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zum Rematch auf Osgiliath. Ich bin jetzt diesmal Zwerge, er ist Elb, Grafion und Tilly halt. Wieder dieselben Regeln wie vorher. Nur der einzige Unterschied, diesmal wieder 15 Minuten No Rush. Ja. Schauen wir mal. Ach, und übrigens, ich habe letztes Mal gesagt Team 2. Und so weiter, weil ich war Team 2, ist übrigens nicht die Zahl da oben, die jetzt da steht, wo ich starte, sondern es ist die Spieleranzahl, ich bin Spieler 2, so. Nicht, dass jetzt denkt, ich starte rechts unten, obwohl ich links oben starte. Ja. So viel dazu. Dann schauen wir mal, wie das wird. Ich bin jetzt wieder Zwerge, kann ich eigentlich meines Erachtens am besten spielen. Die sind halt auch sehr stabil. Wo werde ich gebraucht? Mach den Weg frei! So und so. So, jetzt entwickelt er das und so entwickelt das immer noch, oder? Genau. Wenn man zuerst einen Baumeister macht. Nee, doch nicht. Okay, hat sich erledigt. Ist egal. Will ich überhaupt einen zweiten Baumeister? Ja, schau mal. Ja, hier ist so ein einsamer Turm. Ich glaube, wenn man da reingeht, kann man schießen oder sowas. Bin ich mir nicht sicher. Ah, wo ist das Bauplatz? Wir fangen an. Lasst uns etwas bauen. Okay, um halb. Das ist ziemlich genau 15, sind ziemlich genau 15 Minuten um. Wir machen Fortschritte. Kann man machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob durch Banner hier, ob die Helden auch schneller rekrutiert werden oder nicht. Billiger wären sie auf jeden Fall. Und halt Führerschaft geht um das Ding rum. Wir verwenden nur bestes Material. Um die Festung, aber sonst weiß ich es nicht. Ich finde, das Helden erstellen geht immer sehr schnell. Nur das Wiederbeleben dauert immer so ewig. Was ist mit den Orks hier drüben? Ah, das ist gut. Ja, ah, Orks. Stand ist fertig. Ich bin ein Hauptmann aus Tal. Der Scheißstand ist fertig. Ich fürchte kein Monster. Bis zum Tod, Bestie. Wir haben alle Hände voll zu tun. Dann baue ich hier noch eine Halle der Krieger. Großartiges Mauerwerk. Ich glaube, Orks sind hier auch die einzigen Nester, die es hier gibt. Wenn mich nicht alles täuscht. Zu den Echsenzwerge. Axtschleuderer! Das kommt den Zwergen wie gerufen. Elende Kreatur! Haltet eure Äxte bereit! Ein Blute unserer Ahnen! Ja, ah, ich kann wieder eine weitere Ding bauen, eine weitere Mine. Eine Orkhöhle. So, das Gebäude ist fertig. Stirb, ah, elende Kreatur! Ja, zum Glück, das ist ja schön eigentlich, dass Axtwerfer auch ziemlich stark im Gebäude sind. Das Gebäude. Dürfen nicht scheitern. Dieser Vorposten. Kommt mit mir. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich gerade einen Vorposten oder einen Gasthaus Ober. Moment mal. Vorposten. Sehr schön. Tal muss standhalten. Jetzt gehört das Gebäude uns zusammen. Ich muss mal schauen, dass ich hier auch wieder was baue. Ich bin euer Hauptmann. Ah, Stufe 2, sehr schön. Ja, alle Hände voll zu tun. Wo ist der Bauplatz? Das dürfte dann demnach ein Gasthaus wahrscheinlich sein, oder? Zwerge. Nee, auch verpassen. Na gut, dann nicht. Äxte! Hierher mit euren Äxten! Für den Krieg. Vorwärts. Ja, irgendwo war noch was von wegen Orks, aber ich weiß nicht, wo die das gemeint hat. Wir haben alle Hände voll zu tun. Hier unten kann man ja gar nichts bauen. Ganz schöner Scheißdreck. Ah, ein Gasthaus. Wir machen Fortschritte. Ich halt! Geht keine Barmen. Sie greifen an. Ah, hier sind die Gasthäuser jetzt. Gebt's auch Ruhe. Krieger, vorrücken. Wir haben das Gebäude. Wir werden warten. Ah, so gefällt mir ich das. Ich mache nur ein Päuschen. Aha, der macht nur ein Päuschen, sagt er. Wir brauchen Platz. Was ist jemand mit den Orks hier drüben? Noch mehr Orks. Also hier gibt's ja Orks ohne Ende. Das ist eine Frechheit. Lasst uns bauen. Wir haben noch viel zu tun. Ich bin bereit.
Zieht euch zurück! Dann das einnehmen, hopp, los, zack, 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 zack. Ich bin euer Hauptmann! Seid wachsam! Jetzt noch gekämpft! Phalanx bilden! Stürmt nach vorne, Zwerge! Meine Axt gehört dir! Ach, schade, ist noch nicht weiterentwickelt, weil hätte ich jetzt gern Feuerpfeile dort entwickelt. Mach den Weg frei! Rüsten wir uns für den Krieg! Zu blöd! Auf eure Posten! Jetzt gehört das Gebäude uns! Wir haben den Schießstand erweitert! Ich bin euer Hauptmann! Jetzt kann ich Feuerpfeile machen. Tal muss standhalten! Ich verteidige mein Volk! Krieger! Vorrücken. Kann man aufstellen? Nee. Hier will ich. Wo werde ich gebraucht? So, jetzt hier kann man eigentlich nicht so viel bauen. Nicht mehr. Feines Zwergenhandwerk. Bischis. Lasst uns bauen, rüsten wir uns für den Krieg. Vorwärts. Vorwärts. Die Flammenpfeile sind bereit. Die Menschen aus Tal sind hier, um zu helfen. Gibt's irgendwo 32? Glaube wir nicht. Sind sie. Wo sind sie? Bögen bereit. Mein Volk wird leben. Jetzt habe ich irgendwas weiß von wegen, hier sind sie, aber ich habe nichts gesehen. Wir fangen an. Ich bin euer Hauptmann. Und das ist jetzt ein vorpassender Gasthaus. Gasthaus. Alles klar. Ich frage mich, ob die Karte einigermaßen symmetrisch ist durch den Fluss. Dass jeder zumindest einigermaßen gleichere Möglichkeiten hat. Ah, die Menschen aus Tal sind hier, um zu helfen. Zwergenhandler. Wir haben das Gebäude. Das wird nicht gehen. Baut's mit Zwergen geschickt. So, da geht's. Dann möchte ich hier noch eine Schmiede hinhauen. Phalanx bilden! Vorwärts, seid ihr Bewegung! Ah, ein Gasthaus, das rüsten wir uns für den Krieg. So eine Frechheit. Was macht denn ihr da? Kennt keine Barmen! Dahin, sofort. Aber dass der schon wieder anfängt, hier alles zuzukleistern, das geht mir schon wieder ein bisschen auf den Geist. Die Menschen aus Tal sind hier, um zu helfen. Wir verwenden nur bestes Material. Lasst uns bauen, Brüder. Vorwärts. Sammelt euch. Vorwärts. Und da noch, so. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier hinten schon was gebaut wurde. Wenn nicht, dann ja, gut. Wir haben die Schmiede fertiggestellt. Du machst jetzt hier ein Update und dann den da. So. Hier noch eine Halle der Krieger oder mache ich die weiter vorne hin? Ich glaube, ich hau hier hin. So. Und den noch aufrüsten, würde ich sagen. Verteidigt das Land. Pfeile bereit. Wir müssen die Schlacht zu ihnen tragen. Hier gibt es ja jetzt fast keine Orks mehr. Kommt mit mir. Großartiges Mal. Ja, eigentlich hatte ich mehr erwartet. Die Menschen aus Tal sind hier, um zu helfen. Wir verwenden nur bestes Material. Wir haben die Schmiede erweitert. Das ist ja voll unfair eigentlich hier. Hier kannst du ja nichts bauen. Hier habe ich noch 16% vielleicht. Die Menschen aus Tal sind hier, um zu helfen. Lasst uns bauen. So. Die Halle der Hände voll zu tun. Bereit. Nee, zuerst wir die da. Brauchen mehr Rohstoffe. Ich brauche Klingen. Wo werde ich gebraucht? Vielleicht hier mal den Kampfturm hinbauen. Die Menschen aus Tal sind hier, um zu helfen. Seid ihr bereit? Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug Menschen, das ist toll. Auch lustig, habe ich ja in letzter Folge irgendwie geschafft, dass ich einen Streitwagen, eine Esse und einen Bannerträger hatte. Das fand ich voll witzig. Vorwärts! Ich weiß aber nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Stirb, elende Kreatur! Was soll denn das eigentlich immer andauernd, da immer was hinzubauen? Das Banner weht im Wind! Ich fürchte kein Monster! Worauf warten wir noch? So, vielleicht noch Elben? Da könnten durchaus Pferde drankommen. Auf damit! Lasst eure Truppen antreten! Feines Zwergenhandwerk. Kann ich sonst irgendwo was hinbauen? Ich baue am Anfang immer erst so großflächig. Nein, das geht nicht. So?
Wir verwenden nur bestes Die geschmiedeten Material. Klingen sind bereit. Dieser Vorbau so. Könnte nützlich sein. Nie war unsere Streitmacht stärker. Die Menschen aus Tal sind hier, wir können um zu helfen. Bleiben. Wo ist der Bauplatz? Sammelt euch. Noch einmal Flammenpfeile. Und da kommen auch noch... Ja, nee, keine Flammenpfeile, weil ich habe volle Bevölkerung. Dann werde ich vielleicht hier mal eine Heldenstatue bauen. Lasst uns bauen. Wir verwenden das Gebäude bestes Material. Ich finde die Minen toll. Übrigens. Der Feind ist nah. Macht eure Speere bereit. Die Phalanx ist unsere Stärke. Die Phalanx ist unsere Stärke, sagen sie mal. Naja, finde ich jetzt nicht so. Ich finde nämlich irgendwie die Urukai Phalangen besser. Die sind nämlich ziemlich genauso stabil, haben aber irgendwie doch mehr Power. Wir fangen an auf eure Posten. Mal schauen, was der Kampfturm da bringt. Auf jeden Fall habe ich ihn richtig hingebaut, dass der nichts anschießt. Noch 4 Minuten. Bauen noch einen zweiten Streitwagen. Wir werden warten. Oh, vielleicht noch sicherheitshalber hier einen Schießstand hinbauen. Seid standhaft! Großart! Macht eure Speere bereit! Wo ist der Bauplatz? Die Menschen aus Wo war ich hier noch eine Esse hin? Heldenstatue? Wir verwenden nur bestes Material. Und Mauerknoten bringt eigentlich nichts hier. Dann baue ich vielleicht noch hier einen Turm hin. So. Weiter, weiter! Rüstet euch, Zwerge! Sammelt euch! Ah, bisher haben schon alle voll Flammenpfeile, das finde ich sehr gut. Dem gebe ich meine Esse. Wir haben einen Schießstand gebaut. Ja, alles gut verzurrt? Bewegung, vorwärts! Wir verwenden nur bestes Material. So, dann möchte ich mal schauen, dass ich hier noch einen weiteren Held mache, zum Beispiel den König Dain. Gimli ist natürlich auch stark, aber der ist sehr teuer. Das schaffe ich nicht mehr bis dahin. Aber Dain dürfte ich noch hinkriegen. Nee, kann ich nicht, weil ich habe zu wenig Bevölkerung. Wir haben alle Hände voll zu tun. Scheiße. Irgendwo in die Nähe bräuchte ich noch was. Hier vielleicht. Und da noch was. Ich weiß gar nicht, oder habe ich schon komplett volle Bevölkerung? Das könnte natürlich auch sein. Ja, dann machen wir hier mal ein Update. So. Ich finde, der Turm da hinten gefällt mir. Und da kommt der andere Turm. Ich hoffe, dass ich den nicht zu einer hingebaut habe. Das habe ich. Das ist natürlich doof. Aber er schießt erst, wenn ich sage, na immerhin. Schon mal was. Ja, schon mal. Kann ich hier baue ich noch was hin? Dort kann ich nichts bauen. Lasst uns bauen, Brüder. Stimmt eigentlich, was er mir angemerkt hat, dass die KI eigentlich nie Truppen sammelt. Ja? Die schicken ja immer sofort alles vor, sobald sie was haben. Das macht es natürlich ein bisschen schlechter, wenn du mal gut verteidigt hast. Weil dann kommen die nicht mehr gegen dich an. Wir haben die Schmiede erweitert. Meistens zumindest, außer du hast dir ja fünf Gegner hingestellt. Wir brauchen mehr Rohstoffe. So, das Gebäude wäre fertig. Ja, wenn das aber so gewesen wäre, dann müssten sie hier Zufall mit einbauen. Ob die KI jetzt, also ob der Gegner sammelt oder nicht, so. Hätte, Fahrradkette. Feines Zwergner, feines König da. Oh, ich. Da ist er. Der Ich-Meister. Wir erledigen das. Bei mir seid ihr sicher. Es geht los. Auf eure Posten! Wir werden warten. Hier können wir nicht bleiben. Zusammen, Axtschleuderer!
Ja, es geht noch nicht los. Halt! Ich hab mich ein bisschen verguckt. Oho, da lässt aber der jemand seine... Ihre Gebäude sind zerbrechlich. Wenn man nicht richtig abwehren kann, weil dann sammeln sie sich. Wir haben den Mittelpanzer fertiggestellt. Bogenschützen. Schnell wie der Wind. Ebnet ab. Jetzt aber. Äxte. Vorwärts, Zwerge. Pfeile bereit. Bleib dicht bei mir. Wir müssen die Schlacht zu ihnen tragen. Ich bin euer Hauptmann. So, jetzt wird's Zeit, dass ruckelt. Würde ich sagen. Seid ihr bereit? Ah, das wir ist sind gut. Stolze Krieger. Unsere Feinde mein Freund sind hier. Wird leben. Macht eure Waffen vorwärts. Bereit. Wir haben alles im Griff. Fässer los. Werft das Fass. So, schmeißen wir jetzt unsere Fässer. Die Zügel. Bögen bereit. Der Feind. Der Feind. Das ruckelt ja jetzt hier extrem. Da sind sie. Alles gut verzurrt. Seid ihr bereit? Worauf warten wir noch? Sammelt euch. Haltet sie in Schach! Der Feind Alter, das ruckelt jetzt krass. Reißt alles die nieder! Ist unsere Stärke. Braucht jemand ein paar Hüter? Auf eure Bogenschützen! Sag mal, so kann man doch nicht spielen hier! Macht eure Streit, oder rennt sie! Lassen wir sie bluten! Na, also, so wie das jetzt gerade ruckelt, das ist ja eine Frechheit. Es ist ja ekelhaft, wie das ruckelt. Macht euch bereit, Zwerge! Auf eure Posten! Wieso habe ich das Gefühl nicht los, dass ich gerade verliere? Was ist das? König Dein ist befallen! Macht eure Bögen bereit! Haltet sie auf! Stirbt, elende Kreatur! Kämpft tapfer, Männer! Jetzt macht deinen Schmetterschuss da rein. Sammeln. Habe ich glaube ich schon wieder verloren, meine ich. Ist eine klare Sache. Mein Volk wird leben. Ich fürchte kein Monster. Wir müssen aufbrechen. Wir müssen die Schlacht zu ihnen tragen. Geht in Stellung. Geht in Position. Ich fürchte kein Monster. Heile bereit. Die Menschen aus Tal sind hier, um zu helfen. Jetzt wird gekämpft. Minen sind in Gefahr. Was für Minen sind in Gefahr? Achso, der greift da wieder die scheiß Mine an, oder? Ich hasse diese scheiß Elben ohne Witz. Ich fürchte kein Monster. Fürchtet sie nicht. Die Menschen schützen aus Tal, um zu helfen. Die Menschen aus Tal sind hier, um zu helfen. Sammelt euch! An die Arme. Lasst uns kommen. Wir schützen alle Mann an die Bögen. Feuer! Stirbt, elende Kreatur. Ja, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder ein bisschen besser. Hat schon Angst, dass ich... Was für dir? Phalanx bilden! Bögen bereit! Zu den Hexenzwerge! Seid standhaft! Marsch! Haltet Schritt! Vielleicht ein Kampfturm. Ja, ich hätte vielleicht eher Rohstoffe gebraucht. Beim Blute unserer Ahnen! Macht eure Speere bereit! So, die schicke ich mal auf Erkundung, sozusagen. Dass die da ein paar Sachen kaputt machen sollen. Die Menschen aus Tal sammeln. Sind hier, um zu helfen. Die Menschen aus Tal sind seid hier, um zu helfen. Verteidigt das Land. Bögen bereit. Bogenschützen.
Menschen aus Tal! Ich krieg echt fucking wenig Rohstoffe. Großartiges Mauerwerk. Auf eure Posten! Der Feind ist nah! Phalanx bilden! Bogenschützen aus Tal! Weiter, weiter! Rüstet euch, Zwerge! Lasst es einstürzen! Ich verteidige. So, und jetzt reißen wir ihm den Arsch auf. Hoffe ich mal. Wir bombardieren uns hier, um zu helfen. Wir müssen aufbrechen. Der Feind ist nah. Ich verteidige mein Volk. Bogenschützen! Reißt alles ein! Der hat's nicht geschafft. So kommt mir das bekannt vor. Stirb, elende Kreatur! Pfeile bereit! Von dort oben haben wir eine größere Reichweite. Wir müssen die Schlacht zu ihnen tragen. Reiß diesen Schandfleck nieder! Marschordnung! Für Tal! Menschen aus Tal! Mein Volk wird lieber eine Salbe! Tal muss standhalten! Die Menschen aus Tal sind hier, um zu helfen! Ich bin gleich fertig! Wir müssen die Menschen aus Tal sind hier, um zu helfen! Komm schon, verpiss dich! Ich hasse diese Silberdompfeile ohne Witz. Bogenschützen aus Tal, der Feind ist nah. Seid standhaft! Bogenschützen aus Tal, sammelt euch! In Position! Vorwärtsmarsch! Ein Blut, der unsere. Das sind bei mir die fucking Rohstoffe, mit denen ich nicht. Mit denen ich zu wenig. Ja. Die ich nicht zusammenkrieg. Braucht jemand ein paar Hüter? Für Tal! Macht eure Speere bereit! Menschen aus Tal! Stirb, elende Kreatur! Bögen bereit! Ihnen nach! Ein Blut, der unsere Salbe! Wir dürfen nicht scheitern! Vielleicht hab ich einen Vorteil, wenn ich mit Infanterie gegen seine Helden gehe. Weiß ich noch nicht. Sammelt euch, die Menschen aus Tal sind hier, um zu helfen. Ich hab ne Idee. Nachdem er so sein Zeug verliert, kann ich hier mit meinen Baumeistern oben wieder was hinkleistern. Machen wir uns seid ihr bereit? Wir verwenden nur bestes Material. Stirb, elende Kreatur! Ja, zum Glück ruckelt's jetzt nicht mehr so. Der Feind ist nah! Wo ist der Bauplatz? Da habe ich da noch einen Kampfturm hin. Weiter, weiter! Ebnet alles ein! Die Menschen das sehen wir hier, um zu helfen! Reißt alles ein! Die Menschen so. Sind hier, um zu helfen! Das Gebäude wäre fertig! Weiter, weiter! Bleibt standhaft! Sammelt euch! Auf ins Getümmel! Nieder! Wir dürfen nicht scheitern! In Stellung! Stirb, elende Kreatur! Der Feind ist lang bereit! Aber echt verdammt wenig Rohstoffe. So, ich glaube er auch mittlerweile. Oder er sammelt. Bin ich mir nicht sicher. Ich bin euer Hauptmann. Dann mach ich so. Zum Glück habe ich ihn gerade entdeckt. Ich verteidige mein Volk. Sie greifen an. Es nieder. Bereit. So, den Vorposten ist er auch weg. Sehr gut. Wir fangen an. Seid ihr bereit? Da ist der nächste Baum. Ebnet alles ein. Die da oben finde ich, die waren sehr gut. Praktisch zumindest. Elende Kreatur. Macht eure Bögen bereit. Ein Blut der unsere Ahnung. Erobert das Land zurück. Gekämpft. Das ist gut. So werde ich vielleicht mal doch das Zwergenschütze machen. Ja, geh halt her jetzt. Und die da hinten ausrüsten. Weiß nicht, ob das was bringt, die zwei, weil die stehen ja sehr nah beieinander, aber gut. Wir dürfen nicht scheitern! An die Waffen! Für Tal! Ein Blut der Boah, jetzt wenn du mal nicht aufhörst, um mal zu ruckeln. Oh, Festung ist weg. Sehr gut. Bogenschützen aus Tal! Tja. Doch anders erwartet. Kämpft tapfer, Männer! Vorwärts! Auf ins Getümmel! Anscheinend sind die Silberdompfeile zwar gut, aber irgendwie waren die jetzt doch nicht so ganz so perfekt. Ha, perfekt. Gewinnt. Alter, ich dachte schon.
Weil die Übermacht war ja am Anfang echt extrem, habe ich so das Gefühl gehabt. So an der Brücke da links unten. Ja klar, sieht man hier. Viel mehr Einheiten. Mhm. Was, Rohstoff hat er echt verdammt viel bekommen. Ich war sogar kurze Zeit ziemlich weit unten im Vergleich zu ihm, lag vielleicht an den Rohstoffen. Weil ich meinte, es wird alles zusammengezählt. Ja, und halt, eigentlich war ich bis auf die Gebäude eigentlich immer unten. Gut, er kam glücklicherweise nicht durch, so konnte ich eigentlich, also er hat mir insgesamt nur zwei Gebäude meines Erachtens zerstört. Zerstörte Gebäude zwei, aber wieso habe ich hier nur zwei? Da noch eins? Ja, egal, ist wurscht. So, wieder so einigermaßen gleich viel gekillt. Ja, und dann, glaube ich, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt, Schlacht Mittelerde 2. Bis zum nächsten Mal. Adios.